Wir kommen zum nächsten Vortrag. Ich freue mich sehr, dass uns Andrea Maurer von der Universität Trier heute mit einem Vortrag beglückt. Und auch hier haben wir nochmal, glaube ich, jetzt den Handlungsbegriff zentral gestellt, wenn es um die Plattformökonomie geht. Ja, lassen Sie mich ein Dankeschön an Sie sagen. Sie haben ja nämlich mit Ihrem Call eine große Freude gemacht, weil ich nämlich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin nicht allein. Und wobei bin ich nicht allein? Der Hintergrund meiner Überlegungen ist, ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren mit meinem Kollegen Clemens Schmidt damit begonnen, über Fragen von Bewertung, über Bewertungsinstanzen in der Wirtschaft zu arbeiten begonnen. Und da sind wir auch ganz schnell natürlich auf digitalisierte Formen des Findens, des Publizierens und des Nutzens von Bewertungen und Bewertungsinstanzen gestoßen. Und es wird Sie nicht überraschen, dass wir mit Ihnen allen die überraschende Einsicht teilen müssen, dass nämlich unter Digitalisierung ganz Unterschiedliches verstanden wird. Da wird auf den verschiedensten Ebenen über verschiedenste Themen gesprochen und erstaunlicherweise auch mit ganz unterschiedlichen Anliegen operiert. Kam mir nicht ganz unbekannt vor, ja, ich habe mir dann gedacht, naja, alle sprechen jetzt von Digitalisierung, du jetzt auch, alle mit mir. Wir haben dann auch sofort 2 Projektanträge mit Juristen und Betriebswirten auf die Füße gestellt, immer in dem Bewusstsein, man weiß nicht so richtig, über was Frau eigentlich spricht. Ich bin ja nun schon lange in der soziologischen Theorie, konnte das ganz gut verorten, haben wir gedacht, okay, altes Problem, wir wissen zu wenig darüber, was die Grundlagen, die Anliegen und die Ebenen soziologischen Theoriens theoretisieren sind. Und als ich dann den Call bekam, dachte ich mir, okay, das ist die Gelegenheit, mein Unbehagen zu bearbeiten und dem Ganzen nochmal nachzugehen. Und weil Sie ja auch so freundlich waren und sofort ein paar Positionen angeboten haben, dachte ich mir, Nikolaus Weihnachten, ich suche mir eine aus, ich habe den methodologischen Individualismus gewählt, was manche von Ihnen sicher nicht überraschen wird. Also, der Hintergrund des Vortrags heute ist sozusagen doppelt. Ich habe einen Gegenstandsbezug, ich möchte mich fragen, wie wir Digitalisierung oder präziser formuliert Phänomene, Prozesse der Digitalisierung in der soziologischen Theorie bearbeiten können. Ich möchte aber gleichzeitig auch nochmal versuchen, unterschiedliche Richtungen innerhalb der soziologischen Theorie kenntlich zu machen und damit auch immer wieder mal zu klären, wer tut was und wie können wir aufeinander zugehen. Armin Assee wird heute auch vom Nikolaus bedacht werden. Er wird nämlich von mir ein überraschendes Kooperationsangebot erhalten. Aber dazu, später mehr. Ich habe mir dann die Debatte auch um Digitalisierung nochmal angeguckt, diverse Bücher gelesen, die es im Moment so auf dem Markt gibt, und habe das Ganze in 3 Herausforderungen und 3 Fragen übersetzt. Die erste Frage ist nicht ganz neu, die wird immer wieder gestellt. Ich glaube, die Münchner sind durch Ulrich Beck auf die Frage besonders hinfokussiert. Es ist die Frage, wir haben ein neues Phänomen in der Gesellschaft, brauchen wir dafür neue Begriffe, neue Konzepte, neue Theorien? Ich habe das ganz pragmatisch in die kurze Frage gebracht, brauchen wir neue Begriffe, Theorien und Modelle? Ist nicht meine Frage, sage ich ganz sofort, Sie werden bei mir auch eine ganz klare Antwort erhalten, nein, brauchen wir nicht, die alten reichen. Ich kann dafür auch einen erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt benennen, nämlich sparsames ökonomisches Theoretisieren. Ja. Gut, die zweite Frage ist eigentlich das, was mich beschäftigt, nämlich ja, auf welchen Ebenen, typischerweise Mikro, Meso, Makro, können wir Digitalisierung beschreiben und unter welchen Perspektiven, mit welchen soziologischen Zugängen? Und Sie erkennen schon, das ist die Lösung, die ich im Kopf habe, um in diese Unklarheit oder Weite des Phänomens ein bisschen Ordnung und Systematik zu bringen. Ich werde Ihnen am Schluss, Ihnen und nicht nur Armin Assee, einen Nikolaus vorstellen, der vielleicht ein Trojaner ist, indem ich nämlich sage, ja, ich denke den ganzen Tag jetzt schon über Nikoläuse nach, die Frage, ja, was wir da mit unseren Begriffen bringen, können wir wenigstens sagen, dass wir ähnliche Probleme beschreiben? Und ich glaube, das tun wir.
Und manche von uns interessieren sich auch für ähnliche Lösungen und institutionelle Settings. Wir machen es, glaube ich, unterschiedlich, aber da, glaube ich, gibt es anschlussfähige Sichtweisen. Und dann würde ich sagen, okay, hier hätte man eine Straße oder einen Weg, der uns helfen könnte, zu sagen, das ist eine von möglichen und vielen soziologischen Sichtweisen. Und dann habe ich noch eine Herausforderung im Gepäck, die letzten, oder ein Anliegen, das ein bisschen zu kurz kam, die letzten Jahre, nämlich die Frage, ja, haben wir Praxisrelevanz? Haben wir soziologische Ansätze, die in der Tat in der Lage sind, danach zu fragen, wie wollen wir Digitalisierung gestalten? Und da werde ich dann am Schluss nochmal auf den Call eingehen und versuchen, Ihnen klarzumachen, welche unterschiedlichen Positionen über Gestaltungsrelevanz zu sprechen, ich meine zu sehen. Ich freue mich über Erweiterungen und ich werde auch dezidiert sagen, welche Form von Gestaltungsrelevanz ich gern vertreten würde. Es wird Sie daher auch nicht überraschen, dass ich im Schwerpunkt meines Vortrages Ihnen etwas erzählen will, wie wir im Anschluss an Max Weber ein Programm einer erklärend verstehenden Soziologie betreiben können. Und ich werde heute versuchen, Ihnen über dieses Programm dezidiert Ebenen und Perspektiven von Digitalisierung zu erschließen. Und ich hoffe, dass ich damit am Schluss auch etwas über die Stärken des methodologischen Individualismus sagen kann. Ich werde selber drei Schwächen des methodologischen Individualismus zugeben und ich vermute, dass Sie mir noch mehr zeigen werden. Ich freue mich darauf. Ja. Ich will dann im dritten Schritt nochmal das Phänomen Digitalisierung konturieren, werde Ihnen dazu eine unserer Projektideen vorstellen, nämlich wie kommt es über Algorithmen zu neuen Formen der Setzung von Bewertungshierarchien und wie können wir innerhalb der Soziologie darüber nachdenken. Also die Grundidee ist die Plattformökonomie als den Versuch datenbasierter, maschinenbasierter Bewertungsformen zu diskutieren. Ja, und ich habe schon gesagt, ich versuche dann so mit einigen ersten Gedanken zu schließen, für die ich die Leitfragen heranziehen werde und wo ich auch nochmal versuche, dezidiert auf die Fragen Bezug zu nehmen, die Sie in Ihrem Call gestellt haben. Ich würde mir davon versprechen, dass wir vielleicht auch über die Beiträge hinweg Bezüge und Systematisierungen finden können. Die erklärende Soziologie ist im Kern ein handlungsbasiertes Programm. Das würde mich vielleicht von meiner Vorrednerin unterscheiden. Mit Max Weber haben wir sozusagen in der Unterscheidung zur Philosophie, aber auch zur beginnenden Nationalökonomie des 20. Jahrhunderts einen Ansatz, der davon ausgeht, dass soziale Phänomene, auch sozialer Wandel, das Auftreten neuer Phänomene, zu erklären ist über die Annahme eines sinnhaften Handelns der Menschen. Wir können in dem Programm ganz klar drei Ebenen unterscheiden und wer sich mit Max Weber beschäftigt hat, weiß, er hat ab 1903 verstärkt angefangen mit der oberen Ebene zu arbeiten, nämlich mit einer erkenntnistheoretischen Grundlage eines Programms, das eher empirische Soziologie genannt hat und hier findet sich auch aus der Erkenntnistheorie heraus der methodologische Individualismus begründet. Max Weber ist mit Kant und Rickert davon ausgegangen, dass die Welt, die soziale Welt komplex ist, vielfältig, undurchschaubar und dass es allein die Sinnsetzungsfähigkeit der Akteure ist, die in diese Welt, Sie kennen den Begriff, kulturbedeutsame Ausschnitte setzt. Daraus hat Max Weber Kapitel 1 gefolgert, dass Soziologie erklären kann und erklären muss, aber sie tut es ausgehend über das Verstehen individueller Handlungsmotive. Damit ist etwas gesagt, was mir in Ihrem Beitrag auch schön zu Pass kam, nämlich die Sozialtheorie oder die Beschreibung des Sozialen folgt bei Max Weber aus dieser Handlungsannahme. Sie wissen das alle, bei ihm ist das Soziale ein wechselseitig aneinander orientiertes Handeln. Soziale Ordnung sind stabile soziale Erwartungen. Also eine ganz klare sozialtheoretische Ebene, die darin besteht, zu sagen, das Soziale wird konstituiert durch sinnhaftes aneinander orientiertes Handeln der Akteure. Und jetzt merken Sie, wie schön
Gesa Lindemann arbeitet, glaube ich, mit dieser Differenzierung auch sehr gern. Und jetzt kann man sich noch mal fragen, ja, wo finde ich hier die Ebene von Gesellschaft? Wir wissen ja alle, Weber hat den Gesellschaftsbegriff nicht verwendet. Er sprach stattdessen von sozialen Regelsystemen, sozialer Ordnung oder je nachdem dann auch von sozialen Institutionen. Also wir haben hier ein Forschungsprogramm, das uns durchaus Anleitung gibt, auf welchen Ebenen wir arbeiten, unsere Annahmen unterscheiden können und dann auch ganz klar verorten, wo liegt das Phänomen, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Der Clou des Ganzen, zumindest für mich, liegt darin, dass wir mit Max Weber ein Programm haben, das uns auch hilft, eine Forschungsperspektive zu entwickeln. Und diese Forschungsperspektive liegt darin, zu sagen, die Soziologie kann und soll kausale Erklärungen vorlegen. Weber selber hat sich, ich hatte es erwähnt, in diesem Streit historische Einmaligkeiten versus abstrakt allgemeine Theorie für einen Mittelweg entschieden, nämlich wir stellen kausale Rekonstruktionen her auf, die wir aus einem empirischen Kontext nehmen. Das lässt Weberianer, sage ich in aller Großzügigkeit, viele Optionen offen. Wir können uns ganz konkret mit der Entstehung kausaler Einmaligkeiten befassen, zum Beispiel, wie entstehen Plattformökonomien. Wir können natürlich das auf einer Ebene mittlerer Reichweite tun. Und manche Weber selber hat es an manchen Stellen auch getan. Wir können auch versuchen, das über Idealtypen und abstrakte Theorien zu machen. Diese Forschungsperspektive hat auch, und das ist dann der vierte Punkt in meinem Abschlussstatement, er hat einen Gehalt über Gestaltung von Gesellschaft nachzudenken. Ja, der Aufgalopp, das Hintergrundproblem ist die Unübersichtlichkeit, die Vielfältigkeit der Welt und das Anliegen der europäischen Aufklärung, der Weber sich da oder der sich der Weber zugeordnet werden kann, war die Frage, wie kann mit Hilfe sozialer Institutionen den Menschen ein Durchschauen dieser Komplexität ermöglicht werden? Und das war und ist bei Max Weber sozusagen die Dimension der Gestaltbarkeit, Institutionen aufzusetzen, die den Menschen ein erwartbares, planbares und durchschaubares Handeln ermöglichen. Ja, noch ganz kurz einen Weg, ganz kurz nochmal illustriert, wie sehen solche kausalen Rekonstruktionen aus. Sie kennen das alle, der wohl bekannteste Fall war von Max Weber selber entwickelt, die protestantische Ethik. Man nimmt hier eine empirisch konkrete Situationsbeschreibung, in unserem Fall wäre das der vermehrte Einsatz, die Durchsetzung digitalisierter Verfahren. Ich würde immer die empirische These hinzufügen, Digitalisierung hat durch die Computertechnik, durch EDV auch ein Trägermedium der sozialen Verbreitung gefunden. Daraus müssen wir typische Handlungsmotive erschließen, die es uns dann erlauben, auf die Ausbildung bestimmter Institutionen zu schließen. So könnte eine Umsetzung oder eine kausale Rekonstruktion aussehen. Ich werde Ihnen nachher zeigen, das ist das, was wir versuchen werden, mit der Plattformökonomie zu tun. Und jetzt wissen wir, dass wir bei Weber noch ein Zusatzargument finden, das uns im Kontext von Digitalisierung sehr helfen könnte, nämlich das Argument, dass wir solche Kausalrekonstruktionen in einem größeren sozialen Kontext begreifen und anschauen und uns fragen, gibt es hier sozusagen in der Empirie zufällige Wahlverwandtschaften? Und in der etwas neueren, modernen Sprache von Spieltheorie könnte man sagen, oder Institutionentheorie, man schaut, ob sich hier positive Wechselverstärkungseffekte zwischen Institutionensystemen ausbilden. Das wäre eine funktionale Perspektive und ich bin da nur keine ganz, nur eine kleine Funktionalistin. Man kann natürlich auch schauen, das halte ich für eine ganz spannende Forschungsfrage, wo crashen Institutionengefüge? Ja? Also wenn man sich neuerdings Politik der Nachhaltigkeit anguckt, merkt man, da werden oft Institutionengestaltungen zusammengebracht, die sich selber widersprechen. Also das wäre sozusagen hier der Weg, um mit Max Weber auf eine Gesellschaftsebene zu kommen und vielleicht auch mal eine kühne Gesellschaftsdiagnose zu wagen. Das habe ja ich bislang noch nicht getan, aber so ungefähr, genau. Gut, ja. Ich versuche mal so schon erstes Zwischenfazit, um darzustellen, ja,
was kann man in diesem Programm einer handlungsbasierten Soziologie tun, deren Anspruch es ist, kausale Rekonstruktionen, kausale Erklärungen vorzulegen. Ja, wer sich doch stark an Max Weber orientiert, hat die Option danach zu fragen, wie entstehen bestimmte Institutionen, Systeme. Man kann dann, das wäre sozusagen das Angebot für andere Programme, man kann dann hergehen und funktionale Analysen solcher neu entstandenen institutionellen Settings oder Institutionengefüge vorzunehmen. Das wollen wir mit den Algorithmen auch versuchen. Hier der zweite Punkt ist etwas, was ich aus der Wirtschaftssoziologie mitbringe. Ich weiß nicht, ob da jemand von Ihnen, ich glaube, wer Wissenschaftsforschung macht, kann ähnlich denken. Man kann sich nämlich fragen, ja, wie entstehen einzelne Institutionen? Man kann sich aber auch Entwicklungspfade angucken. Das war vorhin die Frage von mir bei einem Vortrag. Ja, es ist nicht immer effizient, es ist nicht technischer Vorteil und es sind manchmal auch nicht die funktionalen Effekte für das Gesamtsystem, sondern sehr oft kann man bei der Etablierung von bestimmten Institutionen wie Zeit, Wissenschaftszeitschriften, würde ich sagen, ich persönlich glaube auch, dass das Peer-Review-Verfahren eher ein Eliten- oder Machtinstrument ist. Ich halte das gar nicht so unscheinbar und harmlos, wie es daherkommt. Aber das ist ein anderes Thema. Also hier nochmal so aus der Institutionentheorie, der Wirtschaftssoziologie, die Idee zu sagen, ja, lasst uns doch mal so diese alten Mechanismen genauer angucken. Sie haben zu meiner Freude auch den Begriff der evolutionären Mechanismen gebracht. Das würde ich nicht tun. Ich würde aber mich anschließen und sagen, man muss in der Tat identifizieren, an welchen Punkten sich diese institutionellen Systeme vielleicht in eine andere Richtung entwickeln. Und eine Idee, die wir aus der Wirtschaftssoziologie mitbringen, gibt es denn institutionelle Systeme, die sich gar nicht etabliert haben, die sozusagen verschwunden sind? Ein bekanntes Beispiel in der Wirtschaftssoziologie ist da die Ausbildung der Elektrizitätsindustrie in England. Da haben sich zwei Organisationsformen durchsetzen können. Eine ist überhaupt nicht durchsetzungsfähig gewesen. Und die spannende Frage ist einfach, wie kann man das untersuchen? Ja, und ich habe es schon angedeutet, da werde ich am Abschluss noch mal ein bisschen sagen, ich habe eine X-These, nämlich das Programm kann zur Überraschung vieler tatsächlich etwas über gesellschaftliche Entwicklung sagen. Und ich komme auch noch mal auf die Frage zurück, gibt es da normative Kriterien? Sie werden hoffentlich überrascht sein. So, soweit das Programm. Also Sie merken, ich bin ein bisschen anders vorgegangen als die Vorredner, Vorrednerinnen. Ich habe jetzt noch mal das Programm skizziert. Und will jetzt noch mal ganz kurz sagen, ja, was können, was wollen wir zum Thema Digitalisierung tun? Ich hatte schon damit begonnen zu sagen, ja, das ist ein Stichwort, eher ein Forschungsfeld, aber eigentlich keine klare Forschungsperspektive. Ich denke, man kann eine Forschungsperspektive daraus machen. Wir tun das, indem wir sagen, wir nehmen einen Teil von Digitalisierung heraus, das ist wirklich nur ein kleiner Teil, das sind Algorithmen. Wir wollen diese Algorithmen als datenbasierte, schrittweise Programme verstehen und wir wollen untersuchen, wie in der Wirtschaft Algorithmen Wettbewerbspreise ersetzen. Das ist für Wirtschaftssoziologen ein ganz wichtiges Thema, weil ja Ökonomen davon ausgehen, dass über Wettbewerbspreise sowohl die Bewertungen der Akteure kommuniziert werden können, als auch Auswahlregeln. Und für Wirtschaftssoziologen ist immer eine schöne Frage, was passiert, wenn es eigentlich keine Wettbewerbspreise gibt? Und dann können wir auf soziale Bewertungsverfahren gucken. Und wir wollen jetzt einfach, um das auch für die Bewertungsdebatte, neuer Zugang, uns fragen, wann können sich Algorithmen als Instanzen durchsetzen und legitimieren, die sozusagen Bewertungshierarchien generieren. Das ist unser Aufgalopp. Der zentrale Anwendungsfall, zumindest so jetzt aus unserer Sicht, ist die Plattformökonomie, wo wir jetzt schon erkennen können, dass Algorithmen dabei helfen, personalisierte Preise zu ermitteln. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich dafür interessieren, aber das machen Flugbörsen, das machen Versicherungen, das beginnt in der Kreditvergabe bei Banken. Ja. Sie bekommen inzwischen nach Ihrem persönlichen Profil durch Algorithmen berechnete Preise. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, das wird auch in Communities schon kommuniziert, dass Amazon auch schon anfängt, personenspezifizierte Preise zu machen.
Ja, und es gibt natürlich, das ist auch ein schöner Fall, aber von der personenbezogenen Preisermittlung zu unterscheiden. Es gibt auch Versuche, Algorithmen einzusetzen, um situationsbezogene Preise zu berechnen. Das ist natürlich klassischerweise Uber und neuerdings auch Hotelvermittlungsplattformen. Ja. Also hier werden Algorithmen verwendet, um situationsspezifisch kurzfristig, quasi in Echtzeit, würde ich sagen, bei Uber die Preise zu ermitteln. Na, so weit bin ich noch gar nicht. Aber trotzdem, ja, ich habe vorhin versucht zu sagen, ein Unbehagen von mir war, dass eigentlich nie so richtig klar ist, auf welcher Ebene und wie sprechen wir in der Soziologie über Digitalisierung. In dem Ansatz, den ich versucht habe, Ihnen vorzustellen und der in der neuen Debatte so seine Fortsetzung findet, in Institutionen, Theorien, auch bei französischen Denkern wie Lucien Capic oder eben in der neuen Wirtschaftssoziologie, verbinden sich damit zwei Perspektiven, zwei Fragestellungen. Man kann zum einerseits Digitalisierung als einen Handlungskontext hernehmen und fragen, welche institutionellen Formen der Nutzung von Digitalisierung entstehen in diesem Kontext. Das kann man auf ganz vielfältige Weise ausarbeiten und ausdenken. Das hängt immer davon ab, mit welcher Handlungstheorie Sie arbeiten wollen und welchem Zweig der neuen Institutionentheorie Sie anhängen. Ich habe jetzt so ein Programm vorgestellt, das auf einer mittleren Ebene liegt, das sagt, okay, wir interessieren uns für Entwicklungspfade, also wir benennen schon einen Mechanismus, nämlich, dass solche institutionellen Entwicklungen geprägt sind durch Kosten und wenn dann mal die Akteure sozusagen eingespeist sind, das gelernt haben, dann sind sozusagen die Kosten des Wechselns einfach teuer. Das wäre ein Mechanismus. Wir wollen auch als zweiten Mechanismus uns Legitimationsprozesse angucken. Aber die Hintergrundidee wäre in der Tat, sozusagen die institutionelle Ausformung zu untersuchen, die mit Digitalisierung einhergeht. Man kann aber natürlich zum Zweiten auch eine Forschungsperspektive aufziehen, die Digitalisierung oder die Ausbildung von digitalisierten Formen selbst zum Erklärungsgegenstand macht. Und dann würde ich sagen, das klang in einigen Beiträgen an, dann wäre die Aufgabe der Soziologie danach zu fragen, welche sozialen Konstellationen oder welche sozialen Faktoren treiben denn die Institutionalisierung, die Verankerung von digitalisierten Formen, egal in welcher Form man sie beschreiben will. Und ich bringe mal so zwei, drei erste Vermutungen. Ich mit meiner Herkunft würde immer sagen, es ist nicht die Effizienz, es ist auch nicht der technische Vorteil, sondern es sind soziale Gruppen und Netzwerke, die in bestimmten Tipping Points, würde man sagen, also in bestimmten Situationen, wo zum Beispiel mehrere gleichwertige Optionen da sind, dann den Ausschlag geben. Wir haben vorhin schon so ein bisschen gehört, man kann natürlich auch andere Faktoren thematisieren und untersuchen, nämlich wie gut passt die Kultur. Also bestimmte Vorstellungen, Schriftfähigkeit, Buchdruck würde ich da reintun. Und man kann natürlich auch nochmal, das war bei Ihnen auch ein Thema, so die alte Debatte in der Soziologie, ist es der technische Fortschritt, ist es Technik, die Entwicklung treibt oder sind es vielleicht doch andere Faktoren? Aber das wäre sozusagen der zweite Zugang, nach den Faktoren zu schauen, die die Verankerung von digitalisierten Formen treibt. Ich selber möchte mich im ersten Feld einklinken. Vielleicht nur noch mal zum Letzten, welche Faktoren. Ich hatte mir überlegt, das könnte ja ein spannendes Forschungsprojekt sein, darüber nachzudenken, in welchen Konstellationen digitalisierte Formen von sozialen Gruppen implementiert und durchgesetzt werden und wann sind es private Unternehmer. Ich vermute, dass man beides findet. Ich weiß nicht, was Sie bei sich, Frau Franz, in Ihrem Projekt finden, wer sozusagen die Implementierung dieser neuen Plattformen treibt, aber so nach meiner ersten Vermutung würde ich sagen, da könnte man schön unterscheiden. Also. Kann man da unterscheiden? Das ist nämlich die interessante Frage. Es kommt als Bottom-up-Bewegung, eine Open-Science-Bewegung. Genau. Ja. Am Ende steht Clarivate Analytics drauf. Man weiß nicht, was es ist, aber es ist eben an eine börsenorientierte Plattform, ja, die alles als, ja, Grad mitnimmt. Das ist nämlich eigentlich eine ganz spannende Forschungsfrage in der Tat. Ja, danke.
Ich bin pünktlich, ich gehe jetzt schon in das Ziel. Ich werde noch keine fertigen Rezepte vorstellen, sondern ich habe mir auch überlegt, was tue ich eigentlich. Ich biete erste Antworten auf große Fragen, und zwar auf meine Leitfragen. Und ich vermische es jetzt im Schluss nochmal mit einer Bezugnahme auf die Fragen, die Sie in Ihrem Call gestellt haben. Also, brauchen wir neue Theorien, brauchen wir neue Begriffe, brauchen wir neue Forschungsperspektiven? Wenn sich da Neues auftut, würde ich sagen, ist es gut, notwendig auf keinen Fall, weil ich glaube, wir haben jetzt in ganz vielen Kontexten gesehen, unser altes Instrumentarium, also ich habe ja heute Mittag schon fast gedacht, Mist, die Systemtheorie kann alles besser. Jetzt bin ich aber schon beruhigt, das war nur die Struktur der Veranstaltung. Man merkt jetzt langsam, wir haben doch relativ viele Ansätze, und ich würde mal sagen, eigentlich ist es auch das, was soziologische Theorie kennen, sollen, müsste, nämlich neue Phänomene im Rahmen ihrer alten Perspektiven zu konzeptualisieren, Forschungsperspektiven aufzuzeigen. Man könnte an der Stelle dann auch sehen, ob manche Theorien da ein bisschen flexibler sind als andere. Gut, also das ist der erste Punkt. Ich glaube auch, dass die Idee, nach solchen Entwicklungspfaden zu schauen, durchaus ein attraktives Forschungsfeld sein könnte. Aber vielleicht ist das auch Wunschdenken. Vielleicht sagen Sie mir jetzt auch gleich, gar nicht so gut. Ja, zweites Thema. Sie hatten das in Ihrem Call formuliert so. Gibt es die Möglichkeit, Digitalisierung allgemein innerhalb eines Programms zu beschreiben und zu thematisieren? Und Sie hatten es, glaube ich, noch weitergehend gefragt, gibt es die Option, Digitalisierung als allgemein universales Phänomen in der Soziologie zu behandeln? Da kann ich nur sagen, auf keinen Fall. Die Aufgabe von Theorien ist doch, Scheinwerfer zu legen. Wir haben Annahmen. Aus unseren Annahmen heraus entwickeln wir theoretische Fragestellungen, Probleme, und dann können wir Thesen formulieren. Und wir streiten uns ja alle deshalb so gern und schon so lange, zumindest die sich schon länger kennen, weil wir natürlich unterschiedliche Antworten geben, und wir ringen permanent für uns selber und mit der Außenwelt darum, wer hat die besseren Zugriffsweisen. Von daher würde ich sagen, nein, solange wir Multiparadigmatik haben, Methodenpluralismus, werden die Programme und Theorien jeweils was Unterschiedliches über Digitalisierung sagen. Und ich finde, das ist gut und richtig so. Letztendlich müssen wir dann auch über Empirie und logische Konsistenzprüfung fragen, welche Theorieprogramme sind zumindest mal so mittelfristig besser als die anderen. Ob man innerhalb eines Programms ein einheitliches Verständnis von Digitalisierung herstellen soll, kann, muss, bin ich mir unsicher. Ich kann jetzt nur sagen, ausgehend von dem Programm einer handlungsbasierenden Erklärensoziologie ist das nicht sinnvoll. Sondern was sinnvoll ist, ist aus Sicht der beteiligten Akteure mit Bezug auf empirische Kontexte Digitalisierung als in Handlungsbasierung und Abstimmungsprobleme der Akteure zu übersetzen. Ja? Und jetzt sage ich mal, da ticke ich ja auch ein bisschen anders als Systemtheoretiker. Ich glaube ja, dass man diese Problemkonstellationen theoretisch entfalten soll. Meine ich, man kann das ja auch ganz anders. Ich glaube, bei dir ist es der Versuch, sie aus der Empirie zu holen, wenn ich das richtig verstanden. Ich würde das theoretisch machen. Und was ich heute vorgestellt habe, ist auch ein neues Thema für mich, nämlich Bewertungsprobleme. Ja? Und habe jetzt nichts dazu gesagt, aber vielleicht fragt mich nachher jemand freundlicherweise, da würde ich ganz lang und ganz viel zum Thema Bewertungsprobleme erzählen. Wahrscheinlich fragt mich jetzt niemand, ah, shit. Gut. Aber ich sage mal, das ist gut, das macht auch ein Theorieprogramm aus, ein Phänomen eben in unterschiedliche Perspektiven übersetzen zu können. Ja, und jetzt komme ich nochmal zur Gesellschaftsperspektive, und jetzt bedanke ich mich nochmal herzlich bei den Veranstaltern. Ich habe schon lange nicht mehr über Praxisrelevanz und über Gestaltungsvorschläge aus der Soziologie nachgedacht. Ich bin ja in der Theoriesektion, was interessiert mich die Praxis? Das habe ich jetzt nochmal. Das tue ich jetzt nochmal, und ich mache ein Hintergrundprogramm auf. Sie wissen alle, dass die Frage von Praxisrelevanz und
dem Machen von Gestaltungsvorschlägen auch immer mit dem Thema verbunden ist. Welche normative Basis haben wir? Also wo bekommen wir die Kriterien her, um solche Gestaltungsvorschläge zu begründen? So habe ich Ihren Call verstanden. Und da wissen wir, es gibt Ansätze, Programme, die legen das alles in das Moralverständnis der Menschen. Ja? Da ist sozusagen die Moralfähigkeit der Menschen der Bezugspunkt für normative Gestaltungsvorschläge. Es gibt Theorieprogramme, das habe ich vorhin vermutet, ja, die so eher praxistheoretisch sind, klassischer Marxismus, die eine normative Ziellinie haben, die sie auch begründen mit der Handlungsannahme, bei Karl Marx ja das humanistische Menschenbild, und von da aus entfaltet auch eine Ziellinie, nämlich die Utopie, die freie Assoziation freier Produzenten. All das habe ich hier nicht vorgetragen. Ich habe absichtlich betont, dass Institutionentheorien, Wirtschaftssoziologie und das ganze Programm der erklärenden Soziologie mit dem über Gott Max Weber verbunden ist der europäischen Aufklärung. Und hier wird das normative Kriterium entfaltet über eine Situationsbeschreibung, nämlich die Komplexität, die Vielfalt der Welt und das Bedürfnis, die Notwendigkeit der Akteure, diese Welt zu durchschauen und aufgrund dieser vernünftigen Durchschaubarkeit sich Institutionen zu geben, die es ihnen erlaubt, unterschiedlichste Problemlagen zu bearbeiten. Damit hätte dieses Programm einen normativen Bezugspunkt. Es geht um die Frage, die Welt zu durchschauen und aus Sicht der Akteure Institutionen zu finden, zu gestalten und zu verändern, die es ihnen erlaubt, spezifische Probleme zu bewältigen. Und Sie merken schon, ich würde mich an der Stelle manchen Vorrednern anschließen. Wir können Algorithmen, wir können andere Verfahren der Digitalisierung als solche Institutionen verstehen. Wir haben noch nicht die optimale Lösung ihrer Gestaltung, aber das könnte Aufgabe der Soziologie werden. Vielen Dank. Dankeschön. Robert. War ich jetzt schnell genug? Ja, vielen Dank. Das finde ich alles überzeugend. Ich habe eine Frage. Ich würde das gerne zurückbinden zu Ihrem Ausgangs, Ihrer Setzung, dass Sie das gerne innerhalb des methodologischen Individualismus machen möchten. Jetzt kann ich sagen, in Ihrem Vortrag habe ich gar keine Individuen bemerken können. Also wenn Sie jetzt gerade über die Preisermittlungsalgorithmen gesprochen haben, da gibt es mittlerweile ja in der Soziologie Theorien, auch jenseits, die jenseits von der Vorstellung von menschlichen Individuen operieren, nicht? Karin Knutze-Diener, Donald McKenzie operieren mit dem Konzept der algorithmischen Interaktion. Da wird also der Goffmannsche Interaktionsbegriff in Interaktionsschema übersetzt, wo keine menschlichen Akteure mehr anwesend sind, was aber letztlich so eine ähnliche soziologische Konzept sein soll. Nicht, das haben Sie, Sie haben über algorithmische Preisbestimmung gesprochen, aber letztlich habe ich Individuen eigentlich bei Ihnen nicht entdecken können. Wo sind jetzt die Individuen? Wenn Sie Bewertungsprobleme identifizieren, explorieren und theoretisieren wollen, haben Sie unterschiedliche Optionen. Und Sie haben jetzt schon andere Theoriebezüge genannt, als die, auf die ich rekurriere. Wenn Sie etwa mit Bezug auf Lucien Capic, der sich bezieht auf Immanuel Kant und Hannah Arendt, arbeiten, dann haben Sie sofort aus Sicht der Akteure zwei Bewertungsprobleme. Sie haben nämlich zum einen die Frage, was ist richtig? Und damit verbindet sich ähnlich wie bei Max Weber, Sie erinnern sich an Webers Postulat, es sind die letzten ethisch-ästhetischen Urteile der Menschen, die Frage, wie kommen denn einzelne Akteure im sozialen Kontext dazu, Bewertungen zu finden? Und ich hatte eben schon mal die Konkurrenzprogramme angedeutet, vielleicht können Sie deshalb auch Donald McKenzie hier einfügen, der sich ja auch stark an der ökonomischen Theorie arbeitet, nämlich mit zwei Einwänden. Die ökonomische Theorie setzt immer voraus, dass die Wirtschaftsakteure über logisch geordnete und gegebene Präferenzen verfügen. Das unterstellt aber schon immer, dass sie wissen, was besser oder was schlechter ist. Jetzt wissen wir oder können wir auch im Wirtschaftskontext beobachten, dass es viele Kontexte gibt,
wo sozusagen sozial ausgehandelt wird, was denn ästhetisch oder ethisch richtig ist. Das können Sie nur mit Bezug auf die Akteure tun, das ist der erste Akteursbezug. Und der zweite, sage ich mal, das ist das, was wir in unserem Projekt stärker anschauen wollen, ist natürlich auch, welche Institutionen werden denn von den einzelnen Akteuren eingesetzt, genutzt und akzeptiert. Das würde ich immer als Akteursbezug machen. Und wo wir uns, weiß ich nicht, oder ich mich von anderen manchmal unterscheide, ist die Frage, mit welcher Beschreibung der Handelnden arbeite ich. Und ich habe schon angedeutet, Bewertungsprobleme holen Sie immer dann rein, wenn Sie die Akteure nicht als vollständig informiert beschreiben und wenn Sie vor allem nicht annehmen und voraussetzen, dass die Akteure schon über Präferenzsysteme funktionieren. Dann können Sie wirklich sehr schön fragen, was wird im sozialen Kontext als Ware gesehen, was ist ein Wirtschaftsakteur, alle solche Fragen von Bewertung. Ja, danke. Ich schlage, glaube ich, in dieselbe Kerbe, weil also die Ausgangsthese, also eine der Ausgangsthesen des methodologischen Individualismus war ja, dass individuelle Sinnsetzung an Akteure gebunden ist. Eine These war, dass in der Plattformökonomie Algorithmen Wettbewerbspreise ersetzen, also selbst Preise formulieren. Die Frage ist jetzt, ist diese Formulierung von Preisen eine sinnhafte Handlung oder was auch immer oder nicht? Und wenn es eine sinnhafte Handlung ist, welche Konsequenzen hat das für die angewendete Handlungstheorie? Danke. Man merkt, man muss bei Theorien immer gucken, welche Ebene benutzen Sie für was. Wenn du methodologischer Individualist bist, dann sind Preise keine Individualeigenschaften. Preise sind Effekte von Makrostrukturen, in der Regel von Wettbewerbsmärkten. In dem Modell würde man sagen, okay, es gibt funktionierende Wettbewerbsmärkte. Auf diesen Wettbewerbsmärkten funktioniert die Preisbildung. Und an diesen Preisen orientieren sich die Einzelnen in ihrer Kaufentscheidung. Und durch die Vielfalt der Kaufentscheidungen entstehen hier neue Verteilungsstrukturen. Das wäre methodologischer Individualismus. Ich hatte ja schon angedeutet, ich würde freiwillig drei Schwächen einräumen, aber ich kann mir die auch sparen. Ich bin mir ja sicher, dass die Schwächen alle kennen. Na, also eine Schwäche hat man bei Ihrem Vortrag und jetzt in der Diskussion. Es ist immer die Frage, mit welchem Handlungsmodell und welche Funktion hat die Handlungsbeschreibung? Ja? Ich selber würde sagen, ich kann drei verschiedene Funktionen der Mikrofundierung unterscheiden. Bei Ihnen hatte ich, glaube ich, also ich vermute mal eine vierte gefunden, aber ich wollte Sie in der Pause dann noch fragen. Und man merkt in vielen Debatten, man kann der Mikrofundierung oder dem Handlungsmodell unterschiedliche Funktionen zuschreiben. Was Weber tut, ist etwas, ja, was manche dann auch als moderaten methodologischen Individualismus benennen. Weber startet mit keiner festen Handlungstheorie, auch mit keiner festen Handlungsorientierung. Bei Weber findet man die Idee des wechselseitigen Aufeinanderbezugnehmens. Durch die Situation werden die Handlungsmotive, die Handlungsorientierungen gesetzt. Damit haben Sie erklärungstechnisch einen ganz, ganz anderen Verlauf, als wenn Sie hier zum Beispiel mit einer stark analytischen Handlungstheorie arbeiten würden. Also jetzt sage ich mal, wir kennen ja ein paar ganz einfache Handlungstheorien, zum Beispiel die Handlungstheorie, die sagt, Menschen versuchen, sie sind rational, sie können ihren Nutzen maximieren. Das ist eine ganz einfache, simple Handlungsannahme, ja, die man immer nur, auch Weber, Popper, nur in Bezug auf Situationen dann in empirisch prüfbare Thesen übersetzen kann. Aber hier hat man eine ganz andere Funktion des Handlungsmodells. Und ich glaube, bei Ihnen war die Funktion des Handlungsmodells, zugleich nachzudenken, wie viel Platz haben die Akteure bei der Gestaltung von Gesellschaft. Und Sie hatten auch als zweites noch das Argument, wie stark ist die Handlungsebene gegenüber der Strukturebene? Okay. Entschuldigung. Sorry. Anna, bitte. Ja, vielen Dank. Ich schätze ja an der Soziologie, dass sie verschiedene Theorien hat, mit denen man verschiedene Sachen unterschiedlich gut anschauen kann.
Ich hätte jetzt den methodologischen Individualismus immer im Verdacht, so gesellschaftstheoretische Entwicklungsprozesse nicht so gut anzugucken zu können, aber Bewertungsprobleme kann ich mir sehr gut vorstellen. Insofern wäre ich doch also neugierig, was du denn da konkret angucken würdest, ne? Also als das Feld, was du jetzt auch ein bisschen rausgestellt hast, als das, wo man mit diesem Ansatz besonders viel zu sagen kann. Ja, also bei uns ist natürlich der theoretische Clou zu sagen, wir gucken uns all die Situationen in der Wirtschaft an, in denen das wirtschaftswissenschaftliche Modell nicht funktioniert. Also wo keine Preise vorliegen und wo keine Präferenzbildung so einfach möglich ist. Und da gibt es viele. Ja? Also wenn man sich Architekten anguckt, Psychoanalytiker, ja auch Kredite, ja, man kann auch schön unterscheiden, diejenigen, die kaufen und diejenigen, die verkaufen. Also man findet es auf ganz vielen, immer dann, wenn es komplex wird. Und jetzt sage ich nochmal an die Richtung hier, und es hat ein bisschen was mit der Handlungsbeschreibung zu tun. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Handlungsmodell arbeite, das sich an Hannah Arendt anlehnt, die wie Weber auch die Frage stellt, was sind denn die Kriterien eines ästhetisch-ethischen Urteils, ja? Dann kann ich natürlich auch für Wirtschaftskontexte immer wieder fragen, was ist ethisch und sozial richtig? Und das war bei uns der Startpunkt, wo wir fragten, was sind Bewertungsinstanzen, die wir im Wirtschaftsleben finden, die sozusagen das aufnehmen, was Preise schon immer kommunizieren. Und ein Weg, solche Bewertungen herzustellen, sind für uns Algorithmen. Es ist sozusagen eine Form, Bewertungshierarchien herzustellen. Okay. Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag, Robert Dorschel, mein Name. Ich meine, Sie kennen sicherlich den Übergott Weber besser als ich, und ich kann da jetzt nicht ganz mit Ihnen konkurrieren, aber soweit ich Weber verstanden hatte, ging es doch immer um Herrschaft, und da hatte ich mich doch gefragt, wo ist das stecken geblieben? Weil wenn man sich jetzt die Badewanne anguckt, also die protestantische Ethik des, und der Geist des Kapitalismus, habe ich nicht als Studie über den Kapitalismus gelesen, sondern ja eigentlich über, wie Kapitalismus eben bestimmte Herrschaftsmodi in das Subjekt dann hineinverlagert. Darum ging es, also meines Erachtens ging es da, oder auch darum zumindest. Daher die Frage, sollte nicht das, also wenn wir jetzt Weber sozusagen für die soziologische Theorie mobilisieren, sollte das Ziel nicht sein, Herrschaftsverhältnisse offenzulegen? Gut, Andrea, ja. Vielleicht ein bisschen kürzer die Antwort? Kapitel 3, Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn Sie nämlich nicht nur die Typen angucken, sondern wie Weber den Übergang zwischen den einzelnen Typen beschreibt, finden Sie genau das, was ich versuche zu machen. Der Weber beschreibt, wie sich innerhalb des Feudalismus neue Interessenkonstellationen entwickeln. Er macht es ausgehend vom Besitz an den Verwaltungsmitteln. Und damit hat er den Weg zu erklären, wie sozusagen zu einer Bürokratisierung von Herrschaft kommt, zu Verbänden wie Massenparteien. Jetzt sage ich mal, da habe ich viel von gelernt. Also ich kann jetzt, tut mir leid, ich muss, also lesen Sie es durch, da finden Sie genau dieses Argument wieder. Hast du bei Ihnen nicht gefunden? Ja, bei der protestantischen Ethik, jetzt sage ich mal, Ihr Argument ist ja zu sagen, okay, der Weber hatte ja auch so ein Argument, etwas über die Disziplinierung der Menschen zu sagen. Hier, das sind die typischen Handlungsmuster. Der Weber sagt ja in der protestantischen Ethik ganz klar, völlig unabhängig von ihren Interessen, ich bin Protestantin. Ja? Protestanten arbeiten immer systematisch, sie sind asketisch im Konsum und sie sind überwiegend Unternehmer und dort streben sie nach Profit. Und zwar unabhängig davon, was sie sonst so wollen. War das Ihr Argument? Ihre Frage? Ansonsten gibt es ja auch noch die Pause. So, gut. Wir haben jetzt noch Gesa und Armin auf der Liste. Und alle drei, sage ich mal, können ja vielleicht, also sowohl auch die Vortragenden, Andrea, können sich vielleicht bemühen um kurze, knackige Statements, Fragen und Antworten. Aber Kapitel 3 war kurz. Das war super. Ich habe, wenn jetzt Preisbildung durch Algorithmen ersetzt wird, wäre meine Frage, inwieweit das kompatibel ist mit so bestehenden Preistheorien. Und zwar, also wir sagen, von der Grobrichtung fallen mir da drei unterschiedliche ein. Und zwar die eine wäre ja in der Neoklassik, das ist das mit Angebot und Nachfrage und dann mit der Grenznutzentheorie.
Das wäre eine Möglichkeit. Wird das damit ausgeschaltet oder nicht? Wäre das eine Bestätigung davon oder nicht? Die zweite Variante wäre, was aus der marxistischen Tradition kommt, mit der Menge der vergegenständlichen Arbeiten, und darüber, die Preise können darum herum floaten, aber im Prinzip orientiert es sich daran. Wird das damit eher bestätigt oder nicht bestätigt? Die dritte Variante, die ich persönlich für am sinnvollsten halte, wäre die, dass die Preise sich ausgehend von den Investitionskosten, also einer kreditgetriebenen Wirtschaft, wo man Investitionskosten hat, und der Verkauf muss dann so viel mindestens mit einbringen, wie die Rückzahlung des Kredits erfordert oder die notwendige Zahlung der Dividende, damit die Risikokapitalgeber das Geld nicht zurückziehen. Das war das Problem, vor dem Google stand, weswegen sie dann auf Werbung umgestellt haben, also um diesem Prinzip gerecht zu werden. Und jetzt wäre die Frage, wenn Sie das soziologisch-empirisch untersuchen mit der Preisbildung, gibt es Indizien, die dafür sprechen, dass die eine oder andere Preistheorie einen größeren Realitätsgehalt hat? Das würde mich jetzt einfach sachlich interessieren. So habe ich bisher noch nie gedacht. Danke. Ich zitiere dich aber auch. Wir unterscheiden grob zwei Preistheorien. Das eine ist die subjektive Preistheorie und das andere ist die objektive Werttheorie. Die subjektive Preistheorie in der Neoklassik besagt, dass Preise entstehen aus vorangegangenen Nachfragen. Das heißt, da finden wir schon die subjektive Wertschätzung der Akteure. Das war sozusagen Hayek und andere, die immer sagten, Märkte sind nur deshalb gut, weil sie eine Information bilden, nämlich die Information, wie viel die Einzelnen bereit sind, für etwas herzugeben, oder in der Sprache von uns jetzt womit, wie viel ihnen etwas wert ist. Das, und die Wertsetzung folgt über vorangegangene subjektive Nachfragen und Angebote. Ja? In der objektiven Werttheorie, das war vor 150 Jahren die spannendste Debatte, ja? Bei Marx haben wir ja ein ganz anderes Argument. Das Marxische Argument war zu sagen, den Wert einer Ware ermitteln wir für die durchschnittlich notwendige, objektiv dafür notwendige Arbeitszeit. Aber beide Theorien sind eine Antwort auf Wertfragen. Ja? Und darum hat der Marx ja auch so wunderbar gesagt, Märkte und Preise sind Ideologie, sie verschleiern die realen Verhältnisse, sie verschleiern, dass Mehrwert produziert wird. Für den waren Preise sozusagen kein objektiv richtiger Wertmaßstab. Danke für die Frage. Und das Einfallstor für uns ist, wenn beides nicht funktioniert, und ich erspare Ihnen die lange Debatte über objektive Werttheorie, ja, vielleicht könnte man neuerdings anfangen zu denken, ob mit Digitalisierung sowas wie objektive Wertermittlung möglich wird. Aber ich sage mal, bis vor 10 Jahren war die Theorie out, und zwar deshalb, weil ihr Problem war, dass man diese objektiv notwendigen Arbeitszeit nicht ermitteln konnte. Das heißt, man hatte kein Instrument, um die Werte zu ermitteln. Deshalb für mich Anwendung, wenn beide nicht funktionieren, haben wir Platz, um über soziale Bewertungsinstanzen nachzudenken. Das ist so. Ja, aber die Kreditgetriebene. Da muss ich jetzt passen, Gesa. Was meinst du damit? Also können wir das vielleicht in die Pause verlegen? Danke. Entschuldigung. Ich weiß, dass du darüber nachdenkst, aber. Also wir haben jetzt schon weniger von der Pause, und wenn jetzt Armin noch was, also es könnt ihr einfach in der Pause ganz kurz klären, oder? Wir schreiben uns. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich würde gerne nochmal den Mehrwert, um im Thema zu bleiben, deiner Ausführungen für das Thema Digitalisierung etwas ergründen. Also wenn man Max Weber so liest, wie ich ihn lese, dann hat er natürlich keine Handlungstheorie, interessiert ihn auch gar nicht. Er hat eine Als-Ob-Theorie. Also er würde sozusagen in dieser Badewanne, wird man sagen, die typischen Handlungsmuster sind Beobachtung von empirisch sichtbarem Verhalten, dem man Motive unterstellt, wenn man die Kulturbedeutung kennt. Also das ist eine viel stärkere Handlungstheorie als all die wir im Vortrag davor gehört haben, wo man sozusagen ja nur die Perspektive der Akteure einsetzt und dann sagt, was ist Handlungsfähigkeit? Das ist viel zu nah dran an den Akteuren, das hat ja fast keine Theorie
kein Theoriegehalt. Der Theoriegehalt hier ist ja, dass er eine methodologische Bedeutung hat. So, und die methodologische Bedeutung ist hier, mein Lieblings, wie heißt das, methodologischer Individualist ist neben dir natürlich Hartmut Esser, der den wundervollen Satz geschrieben hat, den habe ich ihm auch schon oft unter die Nase gehalten, es kommt alles, und er meint wirklich alles, auf die richtige Beschreibung der Randbedingungen an. Und zu den Beschreibungen der Randbedingungen gehört in diesem Fall tatsächlich die Frage, wie verhalten sich Leute eigentlich unter Bedingungen einer hier links oben Digitalisierung oder einer protestantischen Ethik oder sowas, die da sind. Und dann braucht man ja eine Theorie, die beschreiben kann, unter welchen Bedingungen sie das eigentlich tun. Das Beispiel mit den Preisalgorithmen, also die Mineralölindustrie macht das schon lange, ja, also die Preise, Benzinpreise, die werden per Algorithmen gesteuert, und die Parameter sind relativ simpel: wie viele Autos auf einer Straße sind, was der Konkurrent gerade verlangt und wie viel die Leute tanken. Die gucken, ob die Leute nur für 20 Euro tanken oder den Tank voll machen. Wenn sie den Tank voll machen, ist der Preis noch zu niedrig, dann kann man ihn also erhöhen. Wenn sie 20 Euro tanken, ist es ein Hinweis darauf, dass ihnen der Preis zu hoch ist. Das berechnet so ein Algorithmus mit. Also es geht sozusagen um ein genaues Wissen darum, wie die Leute diese Dinge eigentlich machen. Das müsstest du auch haben. Das heißt, du brauchst eigentlich, bevor du mit deiner Forschung anfängst, doch ein paar Hypothesen darüber, was denn eigentlich diese Technik, die Digitaltechnik mit den Leuten macht, damit sie zu bestimmten Handlungsmustern kommen, um die Badewanne aufrechtzuerhalten. Und das, du hast gesagt, du willst ein Angebot machen. Ich finde dieses Modell super. Ich finde diese Coleman-Geschichte auch ziemlich gut, weil man wunderbar sehen kann, dass Handlungen eben nicht gegen die Gesellschaft funktionieren, sondern in konkreten Kontexten auf Aggregate zielen. Ne? Und da kann man gar nichts dagegen tun. Selbst der Protest gegen gesellschaftliche Struktur ist ein Aggregat, wenn man so will, wenn das mehrere Leute tun. Also müsste man doch eigentlich eine Theorie der Digitalität oder der Digitalisierung haben, um mit diesem Modell das beschreiben zu können, was du da tust, im Hinblick jetzt zum Beispiel auf Plattformökonomien. Super, eine kurze, knackige Antwort. Ja, danke. Das war doch schon. Sorry. Ich nehme solche Denkangebote immer an. Nein, Andrea, bitte antworte gerne darauf noch kurz. Ach, Gesa macht für mich. Gut, Gesa, Schlusswort, aber ein kurzes bitte. Du hast doch gerade die subjektive Preistheorie beschrieben. Also, das ist. Der methodologische Individualismus kennt ja auch nichts anderes. Der kann ja nur das messen. Der macht das wirklich mit einem methodologischen Individualismus, arbeiten diese Algorithmen, weil sie Handlungen aufsummieren von Individuen, die entsprechend etwas tun, die zum Teil vorher im Stau stehen und dann der Tank leer ist. Das ist doch dann prima, dann hat man den methodologischen Individualismus. Das ist eine individualistische Gesellschaft braucht die Digitalisierung, um technisch ihre Handlungsmöglichkeiten beschreiben zu können. Das ist doch super. Da können wir uns auch einigen. Wunderbar, es gibt eine Einigung. Vielen Dank. Ganz kurz die Situation ausgenutzt. Ja? Aber jetzt kommt er, ich mal. Was nicht ist, das Programm sehr schön. Spaß. Vielen Dank, Andrea Maurer. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Pause und sehen uns um 16.